Whoa. Du nicht? Du kriegst den Jakob, mein Kleiner. Oh, das ist schon krass. Immer schön die Waffen wechseln. Immer schön. Nein, was mache ich? Nein, geh weg. Raus. Jagdstiefel. Tja. Ist nicht so das Wahre. Das ist das Wahre. Kann sie das nicht antragen? Warum nicht? Ja, dann halt nicht. Hm? Teuer ist es nicht, aber... sind wir beide voll, oder was ist los? Okay. Hier gibt es Waffen, nämlich ein Gemüse. Oh Gott, wir wollen die. Ja, die Stiefel. Die Handachse sind wir los. Ich wollte die Granaten noch benutzen. Nicht blöd, oder? Schild, ST. AD. Menja. Und die Handpfeile. Und da weg mit. Sind das die Rüstung? Gut. Ah, jetzt klappt es doch. So schön. So. Nein, ich will mit dir. Ich rede mit dir, alter Mann. Dankeschön. Sportkleidung. Sportkleidung. So. So schön. So würde ich das sehen. Genau so und nicht anders. So, bei Pam ist eine schöne Stadt. Die Soldaten haben es richtig gemacht, die Armee zu verlassen, müssen leben. Was? Sie waren ein Soldat. Ich, oh, ich will ein Abenteurer sein. Oh, ein Abenteurer, hm? Also musst du kämpfen können. Ich kann dir bestimmt deine Fragen beantworten. Verrat mir, wie ich stärker werde. Ich will immer Muskeln. Was? Du willst lernen, deine Körperkraft zu verbessern. Verstehe. Natürlich ist es eine Art, Stärke zu erlangen, Erfahrung zu sammeln. Ich habe gehört, es soll gut sein, die Wasserzauberei zu lernen. Ich bin nicht sehr gut in Zauberei, also weiß nicht für... Ach, verdammt! Ja, was soll's. Kann man nichts machen. Willkommen, möchten Sie ein Zimmer? Ich möchte erstmal speichern, mein lieber Herr. Wasserzauber. Ich weiß nicht. Doch, ist ein bisschen viel, was hier so passiert ist. Ja, passt schon. Sicher? Ich bin so tot. Warte, Koffer. Gestaunen, ja. Die Schürze und den Deckel, bitte. Den braucht kein Schwein. Den behalte ich. Koffer nehmen. Brief von Justins Mutter. Den einmal. Und den einmal. Hey, hör mal, ich bin erst vor kurzem in Neuprangheim gekommen. Dieser Ort hat mir gleich gefallen. Also versuch jetzt so wie einer von hier aus zu sehen. Was meinst du? Sehe ich aus wie ein... irgendwie einer aus Neuprangheim? Ja, für mich siehst du wirklich aus wie einer von hier. Echt? Das ist riesig. Ich dachte, ich sollte zuerst einmal mein Aussehen sehen. Es hat wohl geklappt. Ja. Ich habe von den Schildkamelen gehört, die es hier in Neupan gibt. Und so bin ich hier von weit weggekommen. Ich wollte sehen, wie sie rennen. Junge, sind die schnell. Ich schätze, sie sind wirklich wie Kamele. Okay. Willkommen, ich möchte jetzt ein Zimmer.
Ich finde das Essen von Palm nicht so lecker. Was meinst du, Justin? Jupp, der Dampfer hatte nur Konserven. Ah, ich bin froh, dass das Essen hier scharf ist. Haha, richtig. Manchmal hat uns der Captain aber gutes, frisches, gebackenes Brot gegeben. Frisch gebackenes Puch? Hä? Wieso habe ich nie welches gekriegt? Ich wusste nichts vom frischen Brot. Natürlich wusst du es nicht, Justin, weil du zu lange geschlafen hast. Bist du aufgestanden, Justin, war das Brot schon kalt. Warum hast du mich denn nicht geweckt? Ja, das war's dann wohl. Aber wenn ich dich bitten würde, mich zu wecken, müsste ich deinem "Du kannst nichts ohne mich" Spruch hören. Wie auch immer, das Wasser unten da an der Brücke, da könnte man nichts tun. Whatever. Suchen wir die neue Liga auf. Richtig? Die neue Liga, mich blöd, die neue Abenteurerliga. Ich hab's gerade. Falsch rum, richtig? Richtig. Wie komme ich darauf? Na egal. Passt schon. Yay. Okay. Aber erstmal geradeaus möchte ich erstmal, oder? Nein. Ach Gott, ist das ein Wirrwarr hier. Ich komme wieder am Anfang rein, richtig? Richtig. Oh Mann, ey. Gut, dann. Keine Ahnung, was bist du? Wow, ist das eine riesige Kreatur. Man bekommt wirklich eine Idee, wie riesig der neue Kontinent mal sein muss, hä? So. Abenteuerliebe. Okay, da ist er. Okay, hier müsste irgendwie diese Clara sein. Ich meine, die wäre hier gewesen. Villa 1. Ah, Verzeihung. Ich war immer etwas schlechtlich. Es ist nett, mal wieder Gäste zu haben. Raten Sie, woher wir kommen? Aus Palm. Hast du den langen Weg von Palm? Ich habe eine Brieffreundin in Palm. Sie heißt François und zu irgend sowas. Kennt ihr die? François. Ich weiß. Der Brief des alten Mannes. Ist ihr Name Clara? Ja. Sie ist eine gute Freundin. Das muntert mich auf. Ein Leiden. Welcher Brief von einem alten Mann? Auch nichts. Hier ist der Brief von François. Sie bat uns, ihn zu überbringen. Berechnen riefen muss man. Gütiger, danke. Wollen wir sehen. An meine teuerste Clara. Hey, geht's Ihnen gut? Fehlt Ihnen etwas, Madame? In meinem letzten Brief schrieb ich, dass ich nicht mehr viel aus dem Haus komme und dann schrieb sie, dass sie euch zwei gebeten hat, meine Freunde zu sein. Wisst ihr, ich bin noch nie verreist. Ich würde so gerne von euren Reisen hören. Dann müsste ich gleich François schreiben, dass ich zwei neue Freunde gewonnen habe. Ich freue mich auch. Sie sind nach Wiener meine zweite neue Bekanntschaft hier in neuem Paar. Ich muss François sofort die Neuigkeit übertrinken. Der alte Mann ist wirklich nett. Er nennt es einen literarischen Kniff, dich Essen mitten auszugeben. Oh, du bist also hier, um den Brief vor aus der Palm zu überbringen. Dann musst du ja ein Postbote sein. Danke für deine schwere Arbeit. Oh, und ja, wir haben einen Brief, den du für uns überbringen sollst. Hoppla, ich bin kein Postbote. Merkt man's nicht? Ich bin ein Abenteurer. Also, ob ich einen Brief schicken will, helft ihr mir nur ihr. Das ist doch nicht fair, nicht fair. Sehen Sie, ich sag's Ihnen doch, ich bin kein Postbote. Also, das ist nicht fair, wenn Sie... Okay. Na gut. Und so was, also, was die besten Abenteuer dieser Stadt ist, Fina. Kennt ihr sie? Ich kenne sie schon, seit sie ein kleines, winziges Mädchen war. Sie ist meine eigene Tochter. Wir sind alle mit Fina befreundet.
Wir waren zusammen auf dem Dampfer. Linken. Linken. Hey. Wie wär's mit dem Fanclub von Sherry beizutreten? Wir geben 3 Geschenke umsonst. Das ist die tolle Seidentuch. Ein echtes Perlmutt-Mitgliederabzeichen und ein Poster von Sherry in Bikini. Du musst nur deinen ersten Jahresbeitrag zahlen und alles gehört es dir. Ist ein echt guter Deal, eh? Nein, nicht wirklich. Gut, gehen wir mal in die Liga rein, wa?